Heute sind ungefähr 150 Leute zusammengekommen, die sich in den letzten 15 Monaten am Masterplan Wirtschaft beteiligt haben. Unser Ziel ist es, Projekte zu definieren, zu priorisieren und entsprechend dann zu schauen, was können wir in den nächsten Jahren kurzfristig, mittelfristig oder langfristig erreichen. Dabei sind spannende Projekte, die reichen von Visionen eines Campus bis hin zu Projekten eines Förder-Newsletters und oder natürlich auch die Umsetzung von digitalen Projekten. Das war ein Prozess, der jetzt gut ein Jahr lang gelaufen ist, in sehr vielen Diskussionsrunden, die wir zum Teil auch hier im Haus hatten. Und das war eine sehr fruchtbare Veranstaltung, allein schon deswegen, weil sich die Menschen natürlich auch näher gekommen sind. Und man hier natürlich in sehr intensiven Diskussionen viele Fragen sich gegenseitig hat mal beantworten können, aber auch viele neue Ansätze für eine Zukunft von Oberhausen hat entwickeln können. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier dazu treffen können und dass auch hier mit elektronischen Mitteln heute einmal ein Meinungsbild abgefragt werden kann, an dem wir dann sehen, ob wir in der Zusammenfassung der Ergebnisse dieser ganzen Diskussion dann auch richtig liegen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da viele Punkte haben, die die Stadt Oberhausen in der Zukunft dann voranbringen wird. Wir sind viele Partner, die gemeinsam in den Ring gestiegen sind. Wir behandeln verschiedene Themen, die den Standort ausmachen. Wir schauen in die Zukunft und wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten, damit wir Oberhausen auch innovativ und sicher und sehr gut, was Arbeitsplätze angeht, vom Niveau her entwickeln.